Frag mich, Yusuke. Na, mir ist es eigentlich Schnurz, wer anfängt. Das ist mir total Schnurz. Von mir aus können auch die Gegner immer anfangen. Es wäre mir sowas von vollkommen egal. Oh Gott, meinst du. Naja, das muss ich euch nicht vorlesen. Okay, er hat einen. Oh, ich habe ewig kein Yu-Gi-Oh! Mehr gespielt. Der hat so ein Licht. Also, solange diese Feldzauberkarte hier draußen ist, kriegt er keinen Kampfschaden. Du, es ist, solange er ein Monster auf dem Spielfeld hat. Und hier haben wir die neue Aufschlagenkarte, die wir gekauft haben. Spielen wir die finstere Valkyrie zuerst? Was? Ah! Oh. Nee. Oh Mann, was ist das für eine fiese Karte? Zurückschlagen heißt die. Eieiei. Okay. Diese Karte hat den Effekt, dass dieses Monster, was wir beschworen wurde zurück auf die Hand gibt. Ihr könnt es nicht mehr beschworen, da das war, dass da wir unsere normale Beschwörung jetzt schon verwendet haben. Das heißt, wir müssen jetzt uns mit Zauber und Feingarten verteidigen. Hoher Engel der Weisheit. Ja. Okay. Er greift uns direkt, dann war auch zu erwarten. Nehmen wir mal die Sicherheitskugel. Das annulliert den Angriff, aber dieser Angriff kommt durch. Wir kriegen 1600 Schaden. Jetzt haben wir nur noch 6400. Was? Ja. Okay. Der Effekt von der Karte, wir mussten die Karte, die wir gezogen haben, auf den Friedhof legen. Und der Effekt, wenn eine Konterkarte aktiviert wird, darf er eine Karte ziehen. Und es war eine Konterkarte, glaube ich. Jawohl, war eine. Also gut. Sein Monster hat 1700 Defense und dieses Monster hat 1000. Zerstören wir erstmal mit Aufschlagen sein Monster. Und dann greifen wir mit der Spiel schwören wir erstmal die Finster Valkyrie und zerstören sein anderes Monster. Bam! Okay. Ach, jetzt kann ich eine Feinkarte von seinem Friedhof auf die Hand nehmen. Ah, dann die Endphase. Nee. Er hat die schon im Deck. Okay. Wiedergeburt erlaubt ihnen, ein Monster vom Friedhof zu beschwören, egal von welchem Spieler. Annullieren wir die mit magischer Störung. So, Wiedergeburt darf man übrigens nur einmal im Deck haben. So. Jetzt können wir eine Synchro theoretisch ausführen. Die Frage ist, wollen wir nicht zuerst eine Zwilling machen? Zwilling wären wir ehrlich gesagt lieber, da wir dann sein Monster zerstören können. Und dann müssen wir kein zweites Monster auf das Spielfeld legen. Und wenn unser Synchro-Monster zerstört werden würde, durch einen Effekt von ihm zum Beispiel, hätten wir kein Monster mehr als Reserve. Also das nehmen wir uns jetzt als Reserve und machen eine Zwillingsbeschwörung statt eine Synchro. Ah, okay. Das habe ich völlig vergessen. Scheiße. Scheiße. Ich habe nebenzu Musik, deswegen singe ich jetzt ein bisschen so im Rhythmus. Was? Marshmallow. Da hätte mir doppelt gefehlt. Weil Marshmallow zieht dem Angreifer, der dieses Monster angreift, 1000 Lebenspunkte ab und es kann nicht im Kampf zerstört werden. Die darf man auch nur einmal im Deck haben. Also da hat sehr viele Karten, die man nur einmal im Deck haben darf. Aber das können wir zum Vorteil nutzen, denn da hat er keine Reserve mehr. Der nimmt jetzt wahrscheinlich seine ganzen effektiven Karten gegen uns. Naja, okay. Wir können sie ja alle noch stets ausgeglichen, bis auf dass der jetzt doppelt so viel Life Points hat wie wir, aber das wird schon noch. Das holen wir schon noch ein. Zerstören wir noch seinen Marshmallow. So, kriegt er 2000 Lebenspunkte, aber das kann eh nicht durch Kampf zerstört werden. Da hätten wir uns die Zähne ausgebissen daran.
Okay, mal sehen. Jetzt können wir sogar eine Synchro machen. Seht ihr? Ach, der hat noch eins beschworen. Dieses Monster kann auch nicht im Kampf zerstört werden. Eieiei. Gut, das ist eine Zahl, weil sonst wäre es unbesiegbar. Wobei, wir können es angreifen. Also Kampfschaden kriegt... Ne, kriegt er nicht. Weil sein Spielfeld sauber. Okay, dann machen wir eine Synchro. Jetzt müssen wir sie machen. Nein, müssen wir nicht. Ich hätte die Zwillingen beschwören sollen. Oh Mann. Hätten wir den Effekt aktivieren können und sein Monster draufgehen lassen können. Ei, was? 4 Sterne und 2000 Angriff. Ja, leck mich doch am Arsch. Okay. Reiki-Brecher, super. Das war jetzt ironisch gemeint, ne? Die können wir nur aktivieren, wenn wir eine Karte abwerfen. Dann können wir eine Karte zerstören, egal welche. Also auf dem Friedhof, auf dem Spielfeld meine ich. Und was macht ihr jetzt? Er greift an. Alles, wir können was. Eieiei, das würde uns so viel bringen. Da würden wir sogar mehr Punkte. Das würde sogar nichts bringen, eigentlich. Der Effekt von dem. Zieht dem Gegner 500 Le Angriffspunkte ab, wenn wir 500 Life Points opfern. Life Points, lustiges Wort. Eieiei. Ich mach das aber, ich aktiviere den Effekt erst, wenn er angreift. Weil sonst beschwört er noch ein Monster. Vielleicht, wenn wir es vorher zerstört hätten, hätte er vielleicht noch eins beschwören können. Also, Mensch, das Spiel hätte. Alter! Da fällt mir gar nichts mehr ein. Das war finstere Bestechung. Er darf meine Aktivierung annullieren, wenn er. Wenn ich dafür eine Karte ziehe. Und er hat sie gleich zweimal drin. Naja, okay, hier war es nicht ganz so schlimm. Alter, jetzt läuft's gut. Jetzt läuft's gut. Jetzt haben wir die hier gezogen. Instabile Evolution. Jetzt kriegt unser Monster 2400 Grund-ATK. So, und ist damit stärker als sein, was weiß ich. Und er hat seine Fallen und Zauber schon alle verpulvert. Also jetzt geht es langsam wieder bergauf. Boah, 10.000 Lebenspunkte müssen wir zerstören. Eieiei. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, bevor er auf der Hand verreckt, beschwöre ich den, ne? So. Ja, okay. Schon wieder eine Annullierkarte. Er zahlt die Hälfte seiner Life Points und annulliert die Normalbeschwörung. Ist zwar gut für uns, aber auch negativ für uns. Das Gute ist, er hat jetzt nur noch 5000 Lebenspunkte. Das Schlechte ist, er braucht jetzt nur noch ein Monster mit 1700 Angriff oder mehr beschwören und dann haben wir verloren. Aber das ist zum Glück nicht eingetreten. Deswegen. Kuhne mit Kette. Die können wir verdeckt setzen und den Angriff eines Monsters annullieren. Wenn es uns angreift. Okay. Eieiei, jetzt geht's auch wieder bergauf. Ach. Können wir nicht zerstören? Das regt mich langsam auf, ey. Was kommt jetzt? Gar nichts macht er. Dann ziehe ich erstmal und schau. Ach, der Rechner, der bringt uns auch nichts momentan. Da können wir sogar 1 Million Angriff haben und das würde nicht zerstört werden. Ja, ich setze ich. Ja, spiel. Nee, ich lasse. Ich heb den Ohrball, den können wir nur mit. Der ist nur wirkungsvoll, wenn wir mehrere auf dem Spielfeld haben. Ich beschwöre jetzt einfach mal, was soll's. So, Endphase. Eieiei, beschwört sein Engel.
Wenn ich er wäre, würde ich jetzt den Rechner zerstören. Wäre zwar ein Doppelkill, aber der Rechner wird dann stärker, wenn wir noch eins beschwören. So, jetzt. Gut, dann geben wir den Anamafella oder Anapelera. Anapelera, scheiß Name. Scheiß Name, komischer Name. Er hat zwei. Die darf man nur einmal im Deck haben. Die darf man nur einmal im Deck haben. Ach, Mann. Hat er lauter verbotene Karten. Ja, ist klar, ne? Ah, je, was kommt jetzt? Ja, ist klar. Ich hasse dieses Monster. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Effekt von ihm vergessen. Aber es ist wahrscheinlich nichts Gutes, dieser Effekt. So, bevor der Effekt verloren geht, nutzen wir gleich beide Effekte und rüsten den Rechner gleich aus. Der Zwillingslaufdrache. Mal schauen. Plus 4, 4 mal 300 sind 1200. Sein Monster. Oh, das reicht nicht, das reicht nicht. Denke auf die Hilfe aktiviert der Over-Trap-Effekt-Monster. Ja. After, when you con. Wenn er konnte. Ach, der kann sie beschwören, wenn der Konterzauber oder Falle aktiviert wird. Okay. Wobei, gibt es Konterzauber? Ich glaube nicht, ne? Jetzt können wir wieder auf unser Glück hoffen. Yeah! Ha! Glück gehabt! Haha, wortwörtlich. Jetzt gewinnen wir sogar. Jetzt gewinnen wir sogar. So. Ja, du Wichser. Mich mit Rare-Karten angreifen, hä? Yes, I did it. I win. You got me. Oh, well, never mind. Ah ja, wir haben einen Reversal Finish. Ich glaube, ein Lebenspunkt der Ausgleich-Bonus. Ja. Habe ich gedacht, das wäre das ja, aber dann habe ich sie unten stehen sehen. Das ist ein Abwehrbonus, glaube ich. Ach, scheiße, ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel Geld wir jetzt haben. Naja, ich speichere dann mal und dann sehen wir uns im nächsten Part von. Oder beziehungsweise gleich wieder. Ich speichere jetzt noch. Ja, jetzt habe ich schon mal gesagt, ich wiederhole mich. Oh Mann. So, safe. Und. Oh, fuck. Und dann sage ich ciao. Und weiter geht's bei Yu-Gi-Oh! Was? Der Stuff. Ach ja, und diesmal läuft die Musik mit. Das sonst so ruhig war, bis jetzt. Also momentan läuft ein bisschen Pokémon-Musik. Gut, fragen wir mal. Ah ja, wir brauchen ja 1000, genau. Wir brauchen ja 1000. Also ich habe die Aufnahme angeschaut und ich habe gesehen, wir brauchen nur noch 500. Also ein Trainer müssen wir noch, Trainer, jetzt sag ich schon Trainer. Also ein Duellant müssen wir noch ausschalten. So. Den haben wir ja schon, den da oben. Deswegen nehmen wir mal einen anderen. Oh, die ist mir zu stark. Die nehmen wir nicht. Heck, achso, das ist der Shop, okay. Ah, der ist auch ein bisschen stark, aber. Nee, den machen wir nicht. Ich will einen anderen. Ups, ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen verzogen. Moment. Pass mal wieder schnell richtig ein. Bis gleich. Okay. Na. Der ist. Irgendwie sind alle zu stark. Naja, wer ist denn. Ach, nehme ich einfach die Göre da. Duell! Du möchtest dich mit mir duellieren. Du Raub. Nee, Quatsch. Weibliche Stimme. Du möchtest dich mit mir duellieren? Du nervst mich noch den letzten Nerv. Zeit für ein Duell! Zeit für ein Duell, Bitch. Da. Ich fange nicht an. Think you can stop me.
der Wirt.